Hallo, hier ist Stefan Freilinger. Willkommen zum dritten Teil der Videoserie zu den sechs Zeiten. Diesmal geht es um die Present Perfect Simple und die Present Perfect Progressive. Wir werden uns wieder zunächst auf die Verwendung und dann auf die Bauweise konzentrieren. Die Present Perfect ist mit der Present, also mit der Gegenwart, verbunden. Sie verfügt über keine abgeschlossene Zeitangabe. In der Past Tense haben wir abgeschlossene Zeitangaben. Das zeigt sich durch die Signalwörter wie etwa last week, yesterday, 3 minutes ago, also vor 3 Minuten, in 1995. In der Past Tense haben wir oft abgeschlossene Zeitangaben. In der Present Perfect haben wir keine abgeschlossene Zeitangaben. Man unterscheidet in der Present Perfect 2 Grundvarianten. Etwas hat in der Vergangenheit begonnen und dauert bis jetzt an. Und etwas, das eigentlich vorbei ist, hat eine Verbindung mit der Gegenwart. Beispiele dazu: I've been here since 8 o'clock. Ich bin schon seit 8 Uhr hier, das hat also in der Vergangenheit begonnen und dauert bis jetzt an. I've just had breakfast. Das Frühstück ist eigentlich vorbei, es hat aber eine Verbindung zur Gegenwart, weil ich jetzt einen vollen Bauch habe. Wir fassen zusammen. Es gibt bei der Present Perfect eine Verbindung zur Gegenwart. Wir haben aber keine abgeschlossene Zeitangabe. Nun zum Unterschied zwischen Present Perfect Simple und Present Perfect Progressive. Bei der simplen Variante ist das Resultat wichtig. Beim Ding mit dem Ing, bei der Present Perfect Progressive, ist die Handlung wichtig. Beispiele dazu. Zunächst zur Present Perfect Simple. Die Dame hat die Decke fertig bemalt. Sie deutet jetzt auf das Resultat. She has painted the ceiling. Das Resultat ist wichtig. Achten Sie hier bitte auch immer auf die Körpersprache. Nun zur Present Perfect Progressive. Hier ist die Situation anders. Die Dame hat zur Hälfte die Decke fertig bemalt. Sie ist aber jetzt gerade nicht am Malen, sondern macht eine kurze Pause. Sie ist also schon seit einiger Zeit am Malen. She has been painting the ceiling. Hier steht die Handlung im Vordergrund. In dieser Situation hat die Dame die Decke schon fertig bemalt. Sie ist erschöpft. Hier steht also nicht das Resultat im Vordergrund, sondern ihre Erschöpfung. She has been painting the ceiling. Die Handlung steht hier im Vordergrund mit der Wirkung auf die Gegenwart. Sie ist erschöpft. Nun zur Bauweise der Present Perfect. Die Present Perfect Simple wird immer mit have oder has gebildet, plus die dritte Form. Man sieht's bei Fragen, bei Verneinungen und bei positiven Sätzen, ist es immer dieselbe Bauweise. She has painted, she has not painted, has she painted. Die Present Perfect Progressive wird immer entweder mit have oder has gebildet, plus been, plus das normale Verb mit ing. She has been painting. She has not been painting. Has she been painting? Nun ein paar Beispiele. Ich bin seit 8 Uhr hier. In English, I've been here since 8 o'clock. Ich hatte gerade Frühstück. In English,
I've just had breakfast. Es wird hier have oder has verwendet plus die dritte Form. Würde ich statt I zum Beispiel she verwenden, dann würden sich die Sätze ändern. She has been here since 8 o'clock und she has just had breakfast. Es wird also immer entweder have oder has verwendet plus die dritte Form vom normalen Verb. I've been here since 8 o'clock. Have ist in diesem Satz das Hilfsverb. Been ist hier in der Rolle eines normalen Verbs. I have just had breakfast. Have ist hier in der Rolle des Hilfsverbs und had in der Rolle des normalen Verbs. Es steht streng nach Bauanleitung in der dritten Form. Nochmal die Situation, wo sie die Decke gerade fertig bemalt hat und auf das Ergebnis, auf das Resultat deutet. She has painted the ceiling. Jetzt ist sie schon seit 2 Stunden am Malen. Jetzt gerade malt sie aber nicht. She has been painting the ceiling for 2 hours. Sie war 4 Stunden lang am Malen und ist jetzt erschöpft. In Englisch: She has been painting the ceiling for 4 hours. Nun zur Analyse der Verben. She has painted the ceiling. Has ist das Hilfsverb. Painted das normale Verb. She has been painting the ceiling for 2 hours. Hier ist has das Hilfsverb, been ist auch Hilfsverb, painting ist das normale Verb mit dem ing. Der dritte Satz wird genauso gebaut. She has been painting the ceiling for 4 hours. Has ist das Hilfsverb, been ist auch Hilfsverb, painting ist das normale Verb mit ing. Nun zu einem wichtigen Punkt. Been ist nicht immer gleich been. I've been here since 8 o'clock. Hier ist been das normale Verb. Und zwar in der dritten Form. Beim zweiten Satz. She has been painting the ceiling for 2 hours. Hier ist been als Hilfsverb im Einsatz. Beachten Sie das bitte. Been ist nicht gleich been. Es kann in 2 verschiedenen Rollen auftreten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Üben, vielleicht auf Ego for You. Have fun. Bye bye.